Von Werder Bremen, 20.000 Zuschauer im Weserstadion bei regnerischer Witterung. Die Gastgeber ganz in grün von links nach rechts. Otto Rehhagel kann fast seine beste Besetzung aufbieten. Nur Nationalverteidiger Johnny Otten fehlt immer noch nach seinem Knöchelbruch, den er sich ausgerechnet im Inter-Toto-Rundenspiel gegen diesen Gegner hier, Malmö FF, zugezogen hat. Die Schweden ohne Aufstellungssorgen. Sie haben eine Mannschaft der Nationalspieler beieinander. Alle, die hier auf dem Rasen stehen, wurden schon mal international eingesetzt. Aktuell aber sind zurzeit nur drei und die werde ich Ihnen im Verlauf dieses Spieles noch nennen. Die Chancen stehen 50-50, das sagten beide Trainer übereinstimmend und das zeigt schon, wie viel Respekt man voreinander hat. Eins ist klar, Werder muss hier von Beginn an Druck machen, wenn es geht, zwei Tore vorlegen und dabei keins kassieren. Das Wunschergebnis heißt also 2-0 und damit wäre dann die Basis fürs Rückspiel in 14 Tagen geschaffen. Ein Wort noch zum Unparteiischen, das ist Mr. Hope aus Schottland, 42 Jahre alt, von Beruf Handelsdirektor und seit 5 Jahren FIFA-Schiedsrichter. Dies vorneweg und jetzt wollen wir Sie erst einmal ein bisschen spielen lassen. Thomas Tunisson, der Mittelstürmer von Malmö FF, Nationalspieler wie Erlandsson, einer dieser drei aktuellen und aus dem Hinterhalt Magnus Andersson. Und damit haben wir dann alle drei durch, die im Augenblick im schwedischen Team stehen, im Drei-Kronas-Team. Das sind also mit der Nummer 5 Roy, mit der Nummer 5 Magnus Andersson, mit der Nummer 9 Thomas Sunisson und mit der Nummer 3 Erlandsson. Wolfgang Sitka. Ja, und da sehen Sie es an solchen Aktionen. Die Bremer werden früh attackiert, die Schweden spielen mit Vorchecking und kommen dann zu solchen Vorstößen, zu solchen Kontern. Erste große Möglichkeit für Malmö FF, Dieter Bodensky wie gewohnt auf dem Posten. Bisher eine relativ ruhige Anfangsphase. Die Bremer versuchen zwar, die Initiative zu ergreifen, aber der Gegner spielt mit. Malmö FF bisher in der Tabelle der schwedischen Meisterschaft an zweiter Position. Aber das Team hat gerade am Wochenende eine empfindliche Niederlage erlitten. 1-6 bei IFK Göteborg, eine Generalprobe, also die gründlich daneben gegangen ist. Doch Hasse Borg, der Mittelfeldspieler, der des Deutschen sehr gut mächtig ist, er sagte mir vor dem Spiel, ein zweites Mal hintereinander wird so etwas nicht passieren. Heute in Bremen wird es wesentlich knapper ausgehen. Die Schweden mitten in der Saison. Im nächsten Monat beginnt dort die Meisterschaftsendrunde, weil man im Winter keine Punktspiele austragen will, auch nicht kann im hohen Norden Europas. Während Werder dagegen ja halt erst so ziemlich am Anfang steht. Oh, eine große Möglichkeit schon wieder für die Gäste. Dieses Mal war es Palmer, Anders Palmer, der da neben den Ball gehauen hat. Klares Foul an Rudi Völler. Schade, er hatte sich den Ball mit dem Kopf so wunderschön vorgelegt, wurde dann von Jönsson, kennt Jönsson den Mann mit der Nummer 7, ungefähr gestoppt. Die Entscheidung ist klar, Freistoß für Werder Bremen nach 12 Minuten. Aber die Gastgeber sind halt um eine sehr gute Chance gebracht worden durch dieses Foul des schwedischen Innenverteidigers. Innenverteidiger sage ich ganz bewusst, um das Wort Libero zu vermeiden, denn Malmö spielt mit einer Zonendeckung ohne klassischen Libero, ohne klassischen Vorstopper. Wer in die Reihen der Gäste eindringt, der wird dort in Empfang genommen, egal von wem, von welchem Verteidiger der dort gerade steht. Norbert Meyer und Alaya. Finnischer Nationaltorhüter ist er, 27 Länderspiele, 31 Jahre alt, auf der Linie genauso sicher wie in der Strafraumbeherrschung. Alaya hat 2 Jahre lang in der amerikanischen Profiliga gespielt bei Edmonton, ist dann zu Malmö FF gekommen und er ist neben Hasse Borg, dem Mann, der bei Braunschweig spielte und den sie mit der Nummer 11 jetzt am Ball haben,
der einzige Profi in der Truppe von Malmö FF. Der Rest besteht aus Halbtagsprofis oder Halbprofis, Halbtagsbeschäftigungen gehen sie nach. Sie trainieren nur viermal in der Woche, die Schweden, und sie erhalten auch viel weniger Geld als die Bundesligaspieler hierzulande. Für ein Erreichen der nächsten Runde gibt es zum Beispiel nur 660 Mark für jeden einzelnen Spieler. Dafür würde bei uns ein Bundesliga-Kicker noch nicht einmal die Stadion-Gaststätte betreten. Sunnison. Die Hälfte der ersten Halbzeit ist um und Werder Bremen hat immer noch nicht zu seinem Spiel gefunden. Im Gegenteil, der Gast aus Malmö kauft den Bremern so ein bisschen den Schneid ab durch eine hervorragende Deckungsarbeit, durch kluges Vorchecking und durch gefährliche eigene Angriffe. Malmö FF im achten Jahr im Europapokal vertreten, schwedischer Rekordmeister, 12-mal gewannen sie den Titel und ihren größten internationalen Erfolg verbuchten sie 1979, als sie im Wettbewerb der Landesmeister bis ins Finale vordrangen und da nur ganz knapp mit 0:1 an Nottingham Forest scheiterten. Wolfgang Sittka, vielleicht jetzt mal ein vielversprechender Angriff. Abseits wird angezeigt, beim Pass von Sittka stand Meier zumindest auf gleicher Höhe mit dem letzten schwedischen Deckungsspieler vor dem Torwart. Otto Rehhagel, der Cheftrainer, sucht persönlich die Nummer heraus, mit der er jetzt die erste Auswechslung vornehmen lassen will. Uwe Bracht wird hereinkommen und ich denke mir, dass Okudera, der Außenverteidiger, herausgenommen wird. Das heißt, noch mehr Offensive, nachdem Werder Bremen bisher sich nicht entscheidend in Szene setzen konnte, nachdem die Deckung der Schweden hervorragend stand. Da haben sie Uwe Bracht, der auch im letzten Bundesligaspiel erst in der zweiten Halbzeit kam, nachdem es zur Pause 0:0 stand. Und er gab der Mannschaft neue Impulse. Er war wesentlich daran beteiligt, dass Werder dann doch noch 2:0 gewann. Vielleicht wird es dann hier jetzt genauso stürmisch werden. Uwe Reinders. Und Missverständnis im Angriff, Schwierigkeiten auch für die Bremer, den Ball schnell unter Kontrolle zu bringen. Der Rasen ist nass und glitschig durch den Regen hier in Bremen. Aber das allein kann nicht nur eine Entschuldigung sein für das nicht so gute Spiel. Meier, Eckstoß. Endlich einmal ein Angriff, der energisch war, der schnell vorgetragen wurde und zumindest halt die dritte Ecke für Werder Bremen. Norbert Meier. Bracht, der neue Mann. Und Pertti Alaya. Die letzte Minute der ersten Halbzeit im Weserstadion läuft. Es steht weiterhin 0:0 nach einer bisher relativ dürftigen Vorstellung von Werder Bremen. Die Gäste aus Malmö machten eigentlich einen besseren Eindruck, spielten abgeklärt aus einer sicheren Abwehr heraus. Und Sie hören es an den Pfiffen der Zuschauer, dass die 20.000 eigentlich einer Meinung mit mir sind. Das, was Werder hier bisher gebracht hat, wird mit Sicherheit nicht ausreichen, um diesen Gegner in die Knie zu zwingen. 0:0, Enttäuschung im Weserstadion und Hoffnung auf eine bessere Leistung in der zweiten Halbzeit. Tor Grip, der schwedische Trainer, 45 Jahre alt, er ist erst im ersten Jahr bei Malmö FF, ehemaliger Nationalspieler. Er kann bisher sehr zufrieden sein mit der Leistung seiner Mannschaft. Er wird in der Halbzeitpause nicht viel gesagt haben. Grip ist ohnehin ein Mann der leisen Töne, vielleicht zu vergleichen bei uns mit Detmar Kramer. In seiner Heimat wird er der Fußballprofessor genannt. Bracht gegen Andersson. Und Thomas Schaaf. Ja, das ist zu viel klein-klein vor dem Strafraum. Petzal versucht es aus dem Hinterhalt und das war knapp. Bruno Petzal. Der Libero muss es seinen Vorderleuten vormachen. Da haben sie den Mann, der aus Frankfurt geholt worden ist, der sich hier wesentlich weniger in die Offensive einschaltet als bei seinem alten Verein. Otto Rehhagel hat ihm gesagt, in erster Linie hast du dafür zu sorgen, dass wir hinten zu Null spielen. Und wenn dann Zeit ist, dann kannst du auch mal mit nach vorne gehen. Daran hält er sich.
Und wenn er dann nach vorne geht, dann entwickelt er alte Gefährlichkeit. Neubart. Ja, nun gibt's Elfmeter, nun gibt's Elfmeter. Da hat er sich in den Strafraum hineingemogelt, der Frank Neubart, und ist dann zu Fall gekommen. Sie werden das gleich noch einmal in der Zeitlupe sehen, und da haben Sie es besser als ich, meine Damen und Herren. Ich kann aus technischen Gründen das nicht mitverfolgen. Ich kann halt einfach nur spekulieren, dass einer der drei Schweden, die da in Neubarts Nähe waren, ihn zu Fall gebracht haben. Der unparteiische Mr. Hoop stand jedenfalls ganz dicht dabei, und er hat ohne zu zögern auf den Punkt gezeigt. Gespielt 66 Minuten und Uwe Reinders läuft an. Das 1:0. Unhaltbar für Pertti Alaja im Tor von Malmö FF. Ein echter Knaller, Marke Reinders. Und vielleicht befreit diese Führung jetzt. Das Spiel jetzt sehr abwechslungsreich nach dem Tor. Möglichkeit und Außennetz. Sie können sich wieder ganz beruhigt in den Sessel setzen, meine Damen und Herren. Der Ball geht ans Außennetz, aber eine große Chance durch Mikael Rönnberg, den schwedischen Regisseur. Ja, Werder muss aufpassen. Einerseits totale Offensive spielen, um den Erfolg vielleicht doch noch ein bisschen klarer zu gestalten. Aber dann darf man nicht solche Fehler machen. Vorteil lässt der Unparteiische gelten. Und Podenski. Und Nachschuss. Eieieiei. Dieter Podenski. Zum ersten Mal richtig ernsthaft geprüft. Aber da zeigte er wieder, dass er zumindest die Nummer 2 in Deutschland ist, hinter Toni Schumacher. Palmer lief ganz allein auf das Bremer Tor zu. Nach einem groben Abwehrschnitzer, ich glaube, Gruber war es. Und das hätte ganz schnell zum Gegentreffer führen können, der im UEFA-Pokal, wenn er auswärts geschossen wird, doppelt zählt und dadurch für Werder wahrscheinlich ganz, ganz bitter geworden wäre. Alaja! Und der Kopfstoß kam von Uwe Reinders. Jetzt ist was drin im Spiel. Die Chancen häufen sich. Es geht von einem Tor zum anderen. Es geht hin und her. Beide Teams jetzt voll offensiv. Möglichkeit, Meier. Ja, schieß rein das. Sittka, der Ball ist noch warm. Und Müllmann. Oh, da ist der Norbert Meier ein Stück zu klein. Haben Sie das gesehen? Er kam nicht mehr ganz an den Ball heran. Eine tolle Phase jetzt zwischen der 25. und 28. Minute der zweiten Halbzeit. Da ist das 2:0 genauso möglich wie das 1:1. Freistoß für Malmö entscheidet der Unparteiische jetzt. Und sofort ausgeführt, wieder Rönnberg. Werder muss aufpassen. Hasseborg. So, und jetzt geht's wieder andersrum. Bracht. Schön gespielt auf Völler. Und wieder brav. Nilsson, der schwedische Rechtsaußen.
Otto Rehhagel steht am Spielfeldrand. Da sehen Sie es, er treibt seine Spieler an. Bracht, von ihm kamen die meisten Ideen bisher. Seine Einwechslung hat sich bezahlt gemacht. Meier. Und ein klares Foul, das gibt nochmal Elfmeter. Logisch, aber logisch. Uwe Reinders ist von seinem Gegenspieler, ist von Andersson, ganz klar in den Rücken gestoßen worden, als er zum Kopfball ansetzen wollte. Auch das sehen Sie noch einmal in der Zeitlupe und Sie werden es genau erkennen können, dass dieser Strafstoß absolut berechtigt ist. Der Schiedsrichter geht jetzt zu seinem Mann an der Linie, fragt noch einmal. Und jetzt bin ich gespannt, ob er seine Entscheidung revidiert. In der Tat. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Der Linienrichter hat eine Abseitsstellung von Uwe Reinders gesehen. Und aus diesem Grunde, da die Abseitsposition vor dem Foul des schwedischen Gegenspielers lag, aus diesem Grunde ist die Entscheidung korrekt, muss man sagen. Und Mut, das muss ich auch sagen, Mut hat der Unparteiische aus Schottland bewiesen, dass er den Elfmeter hier im Weserstadion, den Elfmeter für die heimische Mannschaft, zurückgenommen hat. Möglichkeit für Palmer. Gibt's denn das? Tja, so geht das im Fußball. Thomas Sunesson, der Mittelstürmer von Malmö FF, erzielt das 1:1 nach 75 Spielminuten, nachdem eine Minute zuvor Werder Bremen die Möglichkeit gehabt hätte, auf 2:0 zu erhöhen, nachdem der Schiedsrichter einen Elfmeter zurückgenommen hat. Werder darüber wahrscheinlich noch geschockt, passt in der Abwehr einen Augenblick lang nicht auf. Eine herrlich hereingezogene Flanke von Palmer. Sunesson, der Mittelstürmer von Malmö FF, springt höher als sein Gegenspieler. Und nun steht es unentschieden. Und nun ist das passiert, was man bei Werder eigentlich nicht wollte, nämlich ein Gegentor auf eigenem Platz. Norbert Meier ist ins Abseits gelaufen. Klare Entscheidung, diesmal hat der Unparteiische sofort auf seinen Linienrichter geschaut. Das kann man ihm vorwerfen, dass er das vorhin nicht getan hat, als er zunächst auf Elfmeter entschied. Auf keinen Fall aber darf man ihm vorwerfen, dass er den Elfmeter rückgängig gemacht hat. Schiedsrichter Hoop wird vielleicht eine Minute nachspielen lassen, wegen einiger Verletzungen. Aber es sieht im Augenblick so aus, als sollten die Schweden dieses Ergebnis halten können. Rönnberg noch einmal, Bodenski auf dem Posten. Ja, Werder hat sehr viel getan in der zweiten Halbzeit, hat gekämpft, hat, glaube ich, alles gegeben, ist dann vom Pech verfolgt worden, das muss man sagen. Und die Schweden haben eigentlich ihr Wunschresultat erreicht. Genau das Gleiche, das sie in der Intertoto-Runde vor 2 Monaten gegen die Bremer zustande gebracht haben, nämlich 1:1 unentschieden auf des Gegners Platz. Nach der Leistung der zweiten Halbzeit ein unglückliches Ergebnis für Werder. Jetzt sogar noch eine Möglichkeit. Das ist der neue Mann, Larsson. Gegen Schaaf. Oh, schauen Sie, wie er da durchgeht. In der 90. Minute hatte er sogar das 2:1 für Malmö auf dem Fuß. Und Schlusspfiff. Schlusspfiff im Bremer Weserstadion. 1:1 unentschieden. Aufgrund der unglücklichen Vorgänge in der zweiten Halbzeit sicher ein bitteres Ergebnis für Werder. Aber die Mannschaft kam im ersten Abschnitt überhaupt nicht mit dem Gegner zurecht. Und über die ganzen 90 Minuten gesehen, muss man ganz einfach sagen, dass Werder die Kaltschnäuzigkeit doch gefehlt hat und dass darum dieses Ergebnis in Ordnung geht.